In einem Papenburger Altenheim sind 18 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um 15 Bewohner und 3 Mitarbeiter. Wie es den Betroffenen geht und ob sich Infizierte im Krankenhaus befinden, ist nicht bekannt. In Emden gilt die Maskenpflicht ab Mittwoch in einer kleineren Zone als bisher. Außerdem wird sie auf die Zeit von 6 bis 20 Uhr beschränkt. Wegen des Teil-Lockdowns seien weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs, was die Lockerungen ermögliche, so die Verwaltung. Der durch Corona veränderte Alltag belastet die Menschen in Ostfriesland emotional. Das sagt die Lerana-Fachstelle für Sucht und Suchtprävention. Auf der Suche nach Entlastung griffen manche verstärkt zur Flasche. Laut einer aktuellen Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim und des Klinikums Nürnberg trinkt rund ein Drittel der Deutschen seit Beginn der Krise mehr Alkohol. Anders als während der ersten Infektionswelle im Frühjahr sind die Corona-Bürgertelefone in Ostfriesland aktuell nicht am Wochenende erreichbar. Die Verwaltungen begründen das mit einem deutlich geringeren Bedarf der Bürger. Sollte sich der ändern, wolle man die Zeiten kurzfristig ausweiten. Im Landkreis Aurich gehen die Zahl der Corona-Infizierten und der Inzidenzwert leicht zurück. Der Inzidenzwert sank von 72,2 auf 65,9. Akut infiziert sind im Kreis Aurich 141 Menschen. Und hier sind die aktuellen Corona-Fälle für ganz Ostfriesland.